wir dieses Wort Medium benutzen, was letztendlich zweideutig ist, also was eigentlich unser Medium beschreibt, also halt so Kamera, Computer etc. Aber das Wort eigentlich aus einer okkulten Praxis kommt, und zwar Personen, die in Kontakt treten können mit dem Jenseits. Und da kommt das Wort auch eigentlich her. Das fand ich immer total interessant und das. Aber kannst du gerne mal ausprobieren. Ich glaube, in Berlin gibt es halt übelst viele, Ja, es viele wird bei uns auch angeboten, Angebote. glaube ich, im Fitnessstudio. Aber Kurse habe ich bis jetzt noch nicht mitgemacht, irgendwie, weil ich immer dann so keinen Bock hatte, dann zeitlich dann da zu sein, sondern bin immer gegangen, weil ich dann irgendwie gerade Zeit habe. Genau. Ja, aber ja, jetzt, wo der Winter kommt, ist es, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr, dass man ins Fitnessstudio geht. Oder man bleibt noch mehr zu Hause und guckt Netflix. Streaming-Dienste. Ja, vielleicht. Wo du gerade meintest, der Lehrauftrag in Bielefeld, ist der vorbei oder machst du dieses Jahr auch wieder was? Nee, das war jetzt nur für ein Jahr. Im letzten Jahr war es 2 Semester. Und ich habe da einmal Roman vertreten und einmal Emanuel vertreten, Okay. weil die jeweils ein halbes Jahr nicht an der Schule waren und ich dann gefragt wurde. Und das war halt, letztendlich war es halt ideal, weil es halt blöd für die Studierenden war, weil es halt online war, aber gut für mich, weil ich einfach hier sitzen konnte und das online machen konnte. Was einfach das vereinfacht hat in dem Sinne, dass man jetzt nicht jede Woche nach Berlin, nach Bielefeld fahren muss, um halt die 5 Stunden Unterricht zu machen. Das wäre einfach, glaube ich, schwierig gewesen. Und das war einfach jetzt hier vom Computer aus Berlin super. Wie gesagt, so für die Studierenden war es einfach kacke, weil die halt die ganze Corona-Sache abbekommen. Das waren auch die ersten Semester, die noch echt noch nie in der Schule waren und die alle noch irgendwo teilweise bei ihren Eltern zu Hause gewohnt haben und so dieses Studi-Life überhaupt nicht mitbekommen haben. Und die dann so ein bisschen so in diese ganze so FH-Welt einzuweisen, das ist dann schon irgendwie so sehr abstrakt gewesen. Und das war letztendlich blöd für die. Für mich war es halt, wie gesagt, hat es halt ganz gut gepasst, tatsächlich. Ah, Genau. krass. Ja, war das komplette Semester noch online oder nur Naja. spezielle Kurse? Nee, es war das letzte Semester, es war so, also war ja vor einem Jahr war das jetzt, also als das im Wintersemester angefangen hat, da hatten die gesagt, dass es auf jeden Fall dieses Mal Hybrid sein sollte, also quasi Anwesenheit, wenn möglich und Abwesenheit, wenn nötig, so das Motto. Und dann war es halt so, dass ich halt dann schon auch letztes Semester so viermal vielleicht in der FH war und der Rest aber online. Und davor das Semester war komplett online. Das war dann komplett nur am Rechner. Und das Semester davor, wo ich halt nicht den Lehrauftrag hatte, da war es halt auch dann, ja, da war die Schule ja komplett zu und da gab es gar keine Möglichkeit, sich zu treffen. Ja. Ja, krass, ey. Also das ist jetzt schon so lange dieses Corona-Thema. Also ich habe meinen Abschluss 2021 in Essen gemacht und ich kann mich noch erinnern, 2020 habe ich mich auch einfach in Bielefeld für einen Kurs eingeschrieben gehabt im Lockdown bei Christoph Bangert. Der hat da so ein irgendwie, also der hat halt auch am Anfang gesagt, ist mir egal, ich lade einfach alle ein. Egal, ob die aus Bielefeld sind oder was weiß ich, wir machen halt einfach so eine Riesenklasse. Und dann waren da teilweise, irgendwie waren da 800 Leute in der Ah, Klasse. wirklich? Per Zoom, ja. Ach, Irgendwelche Leute krass. aus Kanada und was weiß ich. Ach so, Das nicht nur war, auf die FH bezogen, sondern ja, quasi alle ja. eingeladen. Ah, Ja, okay, das war alright. mega. Also es war halt Auch teilweise nicht auch super schlecht. anstrengend, aber halt auch super interessant, weil du halt in der Zeit halt quasi auch live Einblicke in andere Länder hattest. Also konntest halt fragen so, ey, wie läuft das in Kanada gerade bei euch? Und wie geht ihr mit der Situation um? Wie fotografiert ihr? Macht ihr irgendwas? Das war mega spannend, ja. Ja, kann ich mir cool vorstellen, kann ich mir aber auch anstrengend vorstellen, wenn du dann mit so vielen, dann redest du ja auch nicht so viel, dann hast du ja auch irgendwie eher so dann jetzt noch so ein bisschen Probleme, dass dann nicht dann deine Sachen so ausführlich besprechen kannst irgendwie. Kann ich mir auch schwierig vorstellen, aber halt so an sich finde ich es halt auch irgendwie, glaube ich, ganz cool, wenn man über den FH-Rand hinaus dann nochmal mit anderen Leuten so in Kontakt kommen kann. ISO. Ja.
Ja, am Anfang war das mega chaotisch und dann mit der Zeit wurde es auch strukturierter, weil dann wurden irgendwie so Arbeitsgruppen gebildet und die Leute, die halt wirklich an der FH waren und den Kurs auch entscheiden machen mussten so oder wollten, die wurden dann speziell nochmal behandelt und dann gab es halt da nochmal Treffen und extra Zeit und so, aber es war echt interessant. Und Und du hast deinen Abschluss dann in Essen gemacht? ich habe den Bachelor in Bielefeld und den Ja. Master in Essen gemacht. Ah, okay. Ja. Weil ich wollte halt noch einen Master machen, aber ich wollte den halt nicht dann an der FH noch machen, weil ich hatte eh schon, wie viele Semester hatte ich denn im Bachelor? Ich glaube, 8 oder 9. Also dann nochmal 2 Jahre dieselben Lehrenden und eigentlich so dasselbe war mir dann too much. Ich wollte dann Ja, kann ich nochmal was verstehen. anderes sehen. Und Essen, war das so eine gute Erfahrung für dich? Wie fandst du das da? Ja, das war komplett anders, also sehr, sehr viel theoretischer als in Bielefeld und sehr viel mehr künstlerisch. Aber das hat mir gut, also es hat mir auf jeden Fall was gebracht. Aber ich war dann am Ende auch froh, dass ich es hinter mir hatte, weil das dann halt in Corona war und dann war der Abschluss halt auch Banane. Es gab keine Werkschau, du hast deine Bilder halt in der Uni aufgehangen. Und konntest nach dem Motto, dann waren bei meiner Prüfung waren irgendwie alle per Zoom zugeschaltet und eine einzige Professorin war vor Ort. Es war halt auch strange, mit dem PC halt so rumzulaufen vor den Bildern so, ne? Und nach dem Motto, kannst nach 20 Minuten danach hast du direkt wieder alles abgebaut und es war irgendwie so fertig, so, ne? Also so gar nicht wie Es beim fühlt sich fremd an. Bachelorabschluss mit der Ausstellung und so, ja. Ja, es Das gehört wurde dann irgendwie auch zusammen. nachgeholt. Wird dann noch nachgeholt ein Jahr später, aber trotzdem war es halt irgendwie ein stranger Abschluss. Aber ich wollte es dann auch einfach gemacht haben, weil ich dachte mir, jetzt noch ein Semester irgendwie rumpimmeln, nur wegen Corona, hast du irgendwie auch keinen Bock drauf. Ja. Und die Arbeit war eigentlich schon ready, so, ne? Und dann dachte ich mir so, jetzt nochmal irgendwie ein Semester verstreichen lassen wegen Corona, ist irgendwie auch nicht so das Richtige. Hast du einen Master gemacht oder? Nee, ich habe ja noch Hast du noch Diplom Diplom gemacht. gemacht? Wir waren die Letzten, die Ah. Diplom gemacht haben. Oh, geil. Und wir, weil ich glaube, noch ein Jahr nach uns hatte auch noch Diplom. Aber wir waren halt so mit den eine von den Letzten. Und ja, weiß nicht, ob das jetzt so ein großer Unterschied war. Letztendlich ist man so dazwischen. Man hat irgendwie kein Master, man hat aber auch irgendwie was Besseres als ein Bachelor. Man ist irgendwie so dazwischen gefangen. Aber letztendlich war es in dem Sinne ganz gut, weil man keine Beschränkung hatte. Also wir hatten jetzt nicht dieses Damoklesschwert über einem, du musst jetzt aber so in 3 Jahren fertig sein, sondern also bei uns war es dann wirklich so sehr offen. Und ich habe letztendlich ja auch, wie lange habe ich studiert? 6 Jahre habe ich studiert. Ja, also schon auch eine lange Zeit. Waren es 6 Jahre? Vielleicht 5, vielleicht mal, ich glaube eher so 5 Jahre waren es. Aber es ist ja schon auch dann so eine lange Zeit und man hat schon das Gefühl, dass man auch dann so diesen Master jetzt nicht unbedingt nochmal nachmachen muss, weil man das Gefühl hat, man war ja schon so lange da und man ist dann auch irgendwie an so einem Schlusspunkt vielleicht. Und erst so später hatte ich so das Gefühl, vielleicht hätte ich doch nochmal Lust an so einer Kunsthochschule vielleicht nochmal sowas nachzuholen, so wie du eigentlich dein Gedanke, so in Essen oder sonst wo, wo man dann nochmal dezidiert mehr sich so vielleicht so theoretisch künstlerisch nochmal so ausprobiert. Und das ist vielleicht das, was ich noch so ein bisschen im Nachhinein dachte, hätte vielleicht das nochmal machen können. Genau, aber wie gesagt, so beim Diplom ist es aber auch so, wenn man jetzt zum Beispiel in Leipzig gegangen wäre, hätte zum Beispiel von Anfang an nochmal neu anfangen müssen. Das wäre halt so, hätte man nicht dazu rechnen können. Das Also, wenn du den Master machen wollen würdest. Master gibt es da halt auch nicht, sondern es ist auch du Diplom oder Meister Ah, in stimmt. Leipzig Leipzig ist und du noch müsstest halt ein Dingsschule. neues Diplom quasi machen. Du müsstest da mal neu anfangen. Krass. Und das wäre mir dann auch zu krass gewesen. Und ja, genau. Aber wie gesagt, so diese Kunsthochschule. Diesen Einschlag von einer Kunsthochschule hätte ich mir schon, glaube ich, noch so ein bisschen in meinem Lebenslauf so gewünscht, tatsächlich. Ja. Ist das für dich, merkst du das manchmal, dass das wichtig ist? Irgendwie so dieser Lebenslauf-Gedöns? Nee. Nee.
wenn wirklich für den eigenen Lebenslauf, dass man wirklich die ganz praktischen Erfahrungen gemacht hat. Also Lebenslauf, ich glaube, ich habe noch nie irgendeinen mich nach meinem Lebenslauf fragen lassen, wenn das irgendwie im Zusammenhang mit Fotografie war. Also es hat mir noch niemand gefragt, hast du denn ein Diplom gemacht? Also hast du auch einen Abschluss darin? Also das Einzige, wofür man es braucht, ist für die Lehre tatsächlich. Also wenn du halt jetzt wenn du lernen willst, dann musst du halt dein Zeugnis zeigen und sagen, dass du halt abgeschlossenes Studium hast. Aber ansonsten ist das ja komplett nicht irgendwie wichtig für irgendwen, was für einen Abschluss du hast oder sowas. Ja. Nö, das nicht. Nö. Komplett egal, das haben meine Eltern auch nie verstanden. Weil ich hatte dann in Corona hatte ich schon so ein paar Mal so Gedanken, so boah, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock, also ob ich den Abschluss überhaupt mache oder so, weiß ich gerade nicht. Und meine Eltern dann so, was? Ist jetzt so lange am Studieren, musst du den Abschluss machen? Wie sieht denn das aus im Lebenslauf? Und ich habe dann halt auch so gemeint, so, ja, Mutter, also die Kunden, die werden bestimmt nicht sagen, so, ja, wir würden, also ihre Bilder sind toll, also wir würden sie gerne buchen, aber wie, sie haben jetzt keinen Abschluss. Aber es ist sowieso mal so die Sache, seinen Eltern zu erklären, was man eigentlich macht und wie das alles so funktiert. Das ist also nochmal so ein eigenes Kapitel. So ein Generationending, ne? Ja, ja, aber auch allgemein, weil man selber ja auch nicht ganz versteht, wie das alles funktioniert, finde ich. Und das jemand anderes zu erklären, ist dann nochmal irgendwie schwieriger. Mm. Und es war eigentlich jahrelang auch so, dass man mit seinen Eltern auch immer wieder das Gleiche erzählt hat, von wegen, was man macht und wozu das gut sein kann und sowas. Und dann ist das ich habe zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren, und der eine ist Polizist und der andere ist Lehrer, und bei denen ist es einfach so, die sind Lehrer und Polizist, so, da fragt auch keiner nach von wegen, wie ist das denn jetzt? Was machen die wohl? Die machen das einfach und bei mir ist halt jedes Mal, und was ist jetzt bei dir und so und wie ist das denn jetzt, und man muss sich jedes Mal dann immer so neu erklären, was man genau macht und was das alles irgendwie bedeutet und sowas. Und wie gesagt, so, ich fand es immer auch so schwierig, das zu erklären, weil man auch selber das auch gar nicht so durchschaut, wie das so läuft. Irgendwie, da hat es ja auch ganz viel mit so, ja, weiß ich, auch mit Glück zu tun teilweise und wie man da irgendwo reinkommt und egal, auf jeden Fall fand ich immer total schwierig. Und ich hatte, als ich einen anderen Lehrauftrag in Kassel hatte, da hatte ich auch mal einen Kurs mit so Erstsemestern. Und da haben wir wirklich so gemacht, dass die eine Arbeit machen sollten, wo die Eltern involviert waren, damit die Eltern checken, was da jetzt eigentlich passiert mit den Kindern, also mit den jungen FotografInnen. Und das war eigentlich ganz cool, dass die dann so ein bisschen gemerkt haben, okay, das ist das, so was mein Kind jetzt studiert, und das am Ende ungefähr so aussieht, was der Lehrer da vorne macht. Das war eigentlich so ganz interessant, weil ich diese Problematik eigentlich, wie gesagt, immer so ein bisschen schwierig fand, dass man, also ich während des Studiums immer, wie gesagt, dieses Erklären, was man halt so macht, und auch immer so dieses Latente, naja, ob du aber später mit Geld verdienen kannst, weiß ich nicht so genau. Das ist so ein bisschen immer so, das ist zwar so entmutigend, aber auch immer so ein bisschen, man weiß, ja, du hast auch so ein bisschen recht, das stimmt. Also da habe ich auch so Angst vor. Aber um das ein bisschen so zu nehmen und den Eltern zu zeigen, von wegen, hier, pass mal auf, das ist schon cool, was eure Kinder da machen. So, und das hat schon alles so Struktur und macht so Sinn. Das war, glaube ich, so ein bisschen so die Intention dahinter. Und das fand ich immer so eigentlich wichtig, dass die Eltern da einen auch so unterstützen. Mhm. Genau, und auch so ein bisschen verstehen, was das so ist. Ja. Ja, interessant. Also, du hast schon gesagt, du hast Diplom in Bielefeld gemacht. Genau. Warum überhaupt Fotografie und wie kamst du dazu? Eigentlich so eine total bescheuerte Geschichte. Warum bist du nicht Lehrer oder Polizist geworden? Ja, tatsächlich war es halt, also es war wirklich eine richtig dämliche Geschichte. Und zwar, damals, als ich Abi gemacht habe, war es so, dass wir alle noch zur Bundeswehr sollten eigentlich. Also es gab ja noch die Wehrpflicht. Und ich hatte schon meinen Platz im Altersheim, wo ich so meinen Zivi machen wollte. Das war eigentlich alles total schon geregelt. Und dann musste ich zur Musterung und wurde
zu meiner Schande ausgemustert, weil, ich weiß nicht warum, ich wurde einfach ausgemustert. Ich war anscheinend nicht fit genug. Hätte ich bei CrossFit vielleicht noch irgendwie was da machen können. Aber auf jeden Fall, ich wurde ausgemustert und konnte von heute auf morgen einfach nicht dann mein Zivi machen, was eigentlich so meine Planung gewesen wäre. Und an dem gleichen Tag, als ich diese Absage bekommen habe, habe ich mit einer Freundin getroffen und war total sauer, dass ich jetzt einfach nicht wusste, was ich machen soll. Habe mich auch gefreut auf dem Zivi tatsächlich. Und dann meinte die Freundin, hey, pass mal auf, so ein Fotograf hier um die Ecke, der sucht noch einen Assistenten. Und dann bin ich wirklich einfach so ganz blöd da hingelaufen, hatte vorher mit Fotografie nichts am Hut und bin da hingelaufen und habe dann bei ihm gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Und dann habe ich am nächsten Tag angefangen. Und da habe ich dann einfach angefangen zu fotografieren und habe das so kennengelernt, lieben gelernt. Das war auch einmal eine super Zeit. Das war Uli Hartmann, ein Fotograf, der in Bielefeld sein Studio hatte und jetzt aber in Werther sein Studio hat. Und das waren halt 3 Jahre, die ich dann letztendlich da gearbeitet habe. Also erst Praktikant und dann Assistenz. Und das war super. Also es war halt so genau das, was ich gebraucht habe. Also dass man so einfach was Neues kennenlernt und das Arbeiten, da hat mir total Spaß gemacht und da bin ich auch immer noch total froh drüber, dass ich bei ihm gelandet bin, weil er auch so ein cooler Typ war und der haben das alles auch so näher gebracht hat und dann war eigentlich ganz klar, dass ich so dann auch in Bielefeld studieren will. Hatte mich erst auch noch mal an anderen Hochschulen beworben, halt klar, so diese Mappenrunde machen, so Dortmund, dann wäre noch Bremen an der Kunsthochschule und hätte auch da an allen Schulen eigentlich angenommen werden können, aber habe dann mich dann doch auf Bielefeld konzentriert, muss dann aber nochmal ein Jahr warten, weil ich so ein scheiß Abi hatte. Deshalb musste ich wegen der, wie war das, wie heißt es nochmal, diese, na, die... Der Notenschnitt. NC. NC, nee. Genau. Der NC, der war bei mir halt leider so kacke, dass ich halt noch warten muss. Und dann habe ich noch zwischendurch noch so eine super schnelle Ausbildung als Mediengestalter gemacht, weil ich halt so ein Gap hatte zwischen Assistenz bei dem Fotografen und dem Anfang an der FH. Das war halt so ein Jahr dazwischen. Und dann hatte ich über den Fotografenjob hatte ich eine Medienagentur kennengelernt, die mir vorgeschlagen hat, mach doch bei uns einfach eine Ausbildung. Die verkürzen wir halt so hardcore. Das ist halt dann so ungefähr 1,5 Jahre. Und dann hast du halt auch eine Ausbildung in der Tasche. Und es ist dann besser, als wenn du einfach ein Jahr Praktikum bei uns machst. Ja, wegen auch stark. Bezahlung und so was. Und dann habe ich da nochmal eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht und war auch total super Team und die Arbeit mochte ich auch. Nee. Das Team war super, die Arbeit war überhaupt nicht meins. Ich habe so gemerkt, das ist überhaupt nicht meins, Mediengestalter. Also ich finde das alles immer spannend und super, aber ich war da einfach nicht gut drin. Ich war da viel zu schusselig bei den ganzen Genauigkeiten, die man bei diesen Abgaben hatte. Und ich habe mich da so ein bisschen durchgequält. Es war immer so im Fokus, machst das jetzt einfach nur die Zeit, wo du das sowieso überbrücken musst und dann fängst an zu studieren. Aber wie gesagt, so da bin ich aber auch in so einem super Team gelandet und ich habe es da total gemocht. Aber wie gesagt, so das Arbeiten habe ich während der Arbeit gemerkt, das kann ich überhaupt gar nicht. Das ist nicht meins. Und dann habe ich angefangen, in Bielefeld zu studieren. Genau. Wie gesagt, erst hatte ich es überlegt, vielleicht noch nach Bremen an die Kunsthochschule zu gehen. Da hatte ich halt auch einen Platz gehabt. Aber da war ich so ein bisschen davon, bin ich davon abgekommen, weil die damals hatten sie halt nur einen Professor, Boris Becker, damals an der Kunsthochschule. Und das war mir so ein bisschen zu wenig. Und ich war halt in einem freie Kunstkurs und nicht in dem Kurs, wo Peter Bielobreschki den Kurs geführt hat und deshalb habe ich dann gesagt, so, nee, dann gehe ich lieber nach Bielefeld, weil da habe ich halt so viel mehr ProfessorInnen, die einen da irgendwie begleiten können. Genau, dann habe ich 2005 angefangen zu studieren in Bielefeld. 2005, crazy. Kannst du beschreiben oder sagen, was dich am Medium Fotografie so gepackt hat? Mediumfotografie gepackt, ich weiß es nicht genau. Es war, wie gesagt, so ein
bisschen so aus dem Plan raus. Also ich habe vorher mit Fotografie nicht so wirklich viel zu tun gehabt. Und ich glaube, so diese ersten 3 Jahre bei einem Fotografen arbeiten, fand ich einfach nur alles geil, die Atmosphäre in diesem Loft, dass da halt so ein Fotostudio drin war, dass da halt immer was los war und dass man da, ja, das war irgendwie so ein bisschen aufregend. Das war so ein bisschen so eine andere Welt als, ich bin ja in Bielefeld aufgewachsen, so ein bisschen andere Welt, die man jetzt so in Bielefeld nicht so großartig gesehen hat. Und das war schon so ein bisschen so was, ja, was Aufregenderes als andere Jobs irgendwie. Und da, es hat mich dann schon gecatcht und hat man auch dann angefangen, sich ganz klar dann auch so ein bisschen so für so Kunst zu interessieren und das dadurch ein bisschen gelernt. Und dann wollte man das auch selber produzieren. Und ich glaube, die Tatsache ist auch so ein bisschen so, dass ich selber auch überhaupt nicht, also gar nicht malen kann und so gar nicht irgendwie so andere Kunst produzieren kann, dass ich das Gefühl habe, so das Medium Fotografie ist sowas, was ich halt auch, da kann ich was mitmachen, obwohl ich halt keinen Skill dafür habe, wie ich halt male zum Beispiel. Und deshalb fand ich dann, die Fotografie war eigentlich so die beste Wahl, um sich so auszudrücken, ohne dass man, wie gesagt, so einen handwerklichen Skill hat im Malen oder Zeichnen oder sonst was. Und ja, und dann aber erst in so einer FH hat man dann so gemerkt, dann hat sich so ein bisschen noch mehr erschlossen, so dieser ganze Rattenschwanz an Kunst, der dahinter hängt, an der Fotografie, dass man den halt auf einmal total interessant fand. Also das war dann, das hat sich dann aber erst so durch die FH so gebildet. Und genau, ja. Ja, spannend. Also es ist bei mir auch ähnlich. Es ist halt einfach so ein Ausdrucksmittel, mit dem ich mich halt irgendwie mein Inneres nach außen kehren kann, so, ne? Das war, bei mir war das halt anfänglich die Musik, also ich habe vorher Musik gemacht und dann kam halt irgendwann die Fotografie auch dazu und es wurde dann quasi so ersetzt, das eine mit dem anderen, weil es dann irgendwie besser funktioniert hat und ich mich besser mit ausdrücken. Ja, also ich halt, also es ist, glaube ich, immer so ein bisschen so, dass ich jetzt nie sagen würde, das ist jetzt sowas, was ich schon immer machen wollte, sondern das ist so ein Business, das ich da so reingewachsen bin. Und, und ich habe auch letztens, oder das macht man eigentlich ständig, dass man immer fragt, von wegen, bin ich eigentlich ein Fotograf irgendwie? Also, weil ich denn immer andere Leute, die fotografieren, also andere FotografInnen, die halt irgendwie ständig die Kamera dabei haben, die halt immer so Foto hier und da und ständig was produzieren und ich selbst immer denke, ich weiß auch nicht, also das bin ich halt irgendwie auch nicht. Also ich, ich habe fast niemand eine Kamera dabei. So, ich habe das so, ich fotografiere zwar viel, eigentlich fotografiere ich fast jeden Tag, aber jetzt so für meine Sachen, das ist halt viel weniger. Und das ist auch so, dass ich dann da meistens auch stehe und mit der Kamera zwar umgehen kann, aber nie denke, es ist so ein Teil von mir und das ist so mein Auge und das bin ich halt auch nicht. Also ich würde halt das nie, glaube ich, so sagen, dass ich so der Fotograf bin, irgendwie so, wie man sich das so vorstellt. Und da bin ich auch immer so ein ganz bisschen, dass ich sage, es ist halt so eine, es ist so keine Leidenschaft, die von Anfang an schon da war und ich habe dann nur noch so gebraucht, um die Kamera zu nehmen und dann loszulegen. Das hat sich echt so eher so entwickelt. Ich weiß nicht, ja. Ist es bei dir eher sowas, dass du auch so technisch da so Bock drauf hast? Also ich kann mir vorstellen, dass du auch so gar nicht eigentlich. Also Lust, technisch Technik auszuprobieren ist bei dir? Gar nicht. Also mir gehen auch diese ganzen Foren und dieses ganze es ist für mich eigentlich mehr Mittel zum Zweck so, als dass ich diese komplette Technik so feiern würde, ne? Ja. Deswegen fand ich auch, dass das Studium halt auch sehr, sehr passend für mich, weil es da halt auch weniger um das Wie, sondern mehr um das Was geht, so. Ne? Also das ist auch immer interessant, wenn du über das Studium sprichst, ist es ja mehr eigentlich ein Kunststudium, als dass du da irgendwie lernst, mit der Kamera umzugehen, so, ne? Klar, es gibt auch Technikkurse und keine Ahnung, irgendwie am PC Sachen und so und die ganze Analog-Einführung und so, wo man halt auch Technik beigebracht kriegt, aber eigentlich im Kern geht es ja um das,
was du damit ausdrücken willst. So, ne? Das fand ich am Studium halt auch super. Wobei aber so bei anderen Hochschulen, wo ich jetzt mit Leuten mal so gesprochen habe, so, die hatten teilweise gar keinen technischen, also gar keinen Input. So, da gab es zwar so Kurse, die angeboten wurden, aber es war immer so sehr rudimentär und irgendwie, die waren immer so voll geflasht, haben gedacht, boah, ihr habt so viel an der Schule an Technik gelernt, voll geil. Ja. Das hat man. Und wir denken so, ja, das geht ja eigentlich gar nicht darum. Ja, also das hat man schon, glaube ich, auch mitgenommen tatsächlich. Und auch so ein bisschen mitgenommen, weil auch viele Studierende da waren, die jetzt vielleicht einfach gar nicht so Kunst machen wollten, sondern irgendwie Modefotografie gemacht haben, und die haben auch einem immer Sachen erklärt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man immer so einen Pool an Leuten hatte, die einem bei so einem bei so einer Frage irgendwie weiterhelfen konnten. Das war schon bei uns schon, fand ich, sehr technisch und auch das Gute daran. Also das finde ich jetzt auch total hilfreich, dass man das mitgenommen hat. Nervt dich da? Also ich kann mir vorstellen, dass sich die bestimmt dauerhafte Fragen nach der analogen Fotografie, nerven die dich schon irgendwie? Ach so, also es ist nicht, dass jeden Tag mich jemand fragt, was ich zur analogen Fotografie sage. Nö, überhaupt nicht. Nö, gar nicht. Aber was wäre denn deine Frage dazu? Also wie ich dazu stehe oder was? Oder? Ja, also was für dich da die Magie ist. Also du arbeitest ja viel mit der analogen Fotografie. In deinen privaten Projekten. Genau. Genau, ich arbeite ja angewandt und für meine eigenen Projekte, und das dann ja so künstlerisch, und die sind dann tatsächlich einfach alle analog. Es ist echt so eine Hassliebe. Also ich bin jetzt letzten Wochen die ganze Zeit im Labor gewesen, weil ich jetzt für so ein neues Projekt was geprintet habe, und da bin ich teilweise so durchgedreht, weil es ist einfach extrem teuer geworden, also wirklich unglaublich teuer geworden. Ist in der letzten Zeit. Ja, also für einen Film, für einen Rollfilm von Kodak zahlst du 12 Euro mittlerweile. Wow. Plus Entwicklung ist halt 20 Euro pro Film ungefähr. Wow. Und dazu kommen halt noch dann die Chemie, die du halt dann irgendwie benutzt, und das Papier. Und das ist einfach extrem teuer. Also wenn du da was durchschießt, dann bist du immer, du hörst die ganze Zeit so kling, 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 wie dein Geld wieder durchläuft. Und ja. Es ist schon, also das ist einfach ein Aspekt, der schwierig ist, und auch einfach, dass es so unglaublich lange dauert. Also es ist halt auch was Gutes und es hat was Schlechtes, aber jetzt die letzten Tage, wo ich im Labor gearbeitet habe, wo ich wirklich dachte, boah, es nervt mich einfach total gerade. Ich bin da echt gerade so, kein Bock mehr. Und dann, wenn man aber dann fertig ist und dann nach Hause fährt, denkt man, naja, war trotzdem geil. Also halt, war halt so, ne, es ist so beides irgendwie. Ja, was heißt so, was man daran gut findet? Also so ein Business ist so, dass ich das analoge Fotografieren tatsächlich in der FH ziemlich gut gelernt habe bei Katharina Bosse. Also die war schon so meine Person, die mich da echt so rangeführt hat. Und jetzt in unserem Jahrgang ist ja wirklich auch noch war, dass man genau in der Zeit war, wo die analoge Fotografie noch alles so besetzt hatte in der FH und aber die digitale schon so langsam so abgelöst hat. Wir waren genau dazwischen. Also wir haben beides halt eigentlich mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Also da gibt es zwar immer noch die Einführung im Labor, aber da ist jetzt, glaube ich, nicht so dieses kontinuierliche Arbeiten da gewesen wie bei uns, wo wirklich noch da im Labor wirklich alle Leute waren und da ihre Sachen geprintet haben und das auch so normal war. Das haben wir einfach so mitbekommen, und daher habe ich da auch einfach, glaube ich, viel so eingesogen, und tatsächlich habe ich einfach gemerkt, dass ich einfach nicht beides gleich machen kann. Also ich kann digital nicht das produzieren, was ich da analog gemacht habe. Also ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht reproduzieren. Die Fotos, die ich mit der Digitalkamera nachfotografieren würde, die kriege ich einfach so nicht, das schaffe ich einfach nicht. Vielleicht liegt es auch an meiner technischen Unfähigkeit dazu, aber es gibt einfach nicht so diesen Look, den ich einfach so dann gerne mag. Auch tatsächlich das Negative einscannen und dann am Rechner bearbeiten, das funktioniert bei mir auch nicht. Also ich kriege das einfach nicht in die richtige Richtung. Und bei mir ist es ja wirklich so, dass ich dann mit sehr extremen Farben arbeite und das so sehr, so eine bestimmte Farbigkeit hat, die
produziere ich einfach wirklich nur im Labor. Das werden mir bestimmt ganz viele sagen, naja, kriegst du auch so hin? Ich sage nein, ich kriege es, glaube ich, einfach nicht so hin. Also auch in der Art und Weise, wie ich halt vielleicht auch so arbeite. Dazu kommt einfach auch, dass dieses analoge Arbeiten einfach ein ganz anderer Rhythmus ist. Was ich eben gerade meinte, es kann total nervig sein, weil es halt super lange dauert, aber es ist auch eine Zeit, wo du einfach in einem abgeschlossenen Raum mit so einer Handvoll Bilder verbringst und du einfach echt lange drüber nachdenkst. Also du hast sie halt nicht einfach auf dem Bildschirm und klickst sie halt weg und dann sind sie wieder irgendwie im Off, sondern du sitzt halt wirklich einfach dann, keine Ahnung, 6 Stunden vor so einem Bild und guckst halt so, ob es am Ende einfach doch vielleicht blöd ist und oder vielleicht total super. Und diese Zeit mit so Bilder verbringen, das ist, wie gesagt, so nicht effizient, aber irgendwie ist es dann doch, finde ich, total gut, um halt so zu sagen, jetzt ist das dann wirklich doch ein gutes Bild geworden. Und das ist zum einen so eine Sache, es ist halt, ist ein schlimmes Wort, aber es entschleunigt einfach so einen Prozess vom Fotografieren. Und was halt noch super ist, was mir persönlich halt total hilft, dass ich im Labor nur eine gewisse Anzahl an Parameter habe, wo ich ein Bild verändern kann. Also ich kann einmal halt so einen Ausschnitt machen, ich kann irgendwie das einigermaßen schön von der Farbe hinkriegen. Dann kann ich halt noch hier ein bisschen abhalten und da ein bisschen nachbelichten. Das war es aber auch. Und ich habe irgendwann wie an so einem Punkt, wo ich sage, jetzt ist es einfach so fertig, das Bild. So. Und beim Digitalen, da warten einfach diese 1000 Kanäle und du halt denkst, so scheiße, wann ist das Bild zu Ende? Und wann Ja. ist es überhaupt zu Ende und kann man das irgendwie noch besser machen? Und da ist es wirklich für mich im Kopf aufgeräumter, wenn ich halt weiß, jetzt ist halt Schluss. So. Und das beruhigt auch dann ganz oft. Also dann weiß ich auch so, da kann jetzt auch kein anderes besser machen, weil ich das jetzt schon, glaube ich, so zu so einem Punkt hingemacht habe, wo es einfach nicht mehr besser zu machen ist. So. Und am Rechner kannst du halt dann noch so viel dran machen, was. Das ist super, das ist aber für mich ganz oft überfordernd. Ich weiß Voll. nicht, wie es Jetzt bei hast du dir ist. mega viele Türen aufgemacht. Und zum einen finde ich halt den Aspekt spannend, dass 2005 das halt quasi so eine Übergangsphase war, dass das Größenverhältnis zwischen analog und digital noch so, also hast du gemeint, relativ gleich vorhanden war. Und das war in meiner Zeit, wann habe ich angefangen? 2014, 15 habe ich angefangen, was halt komplett gedreht so, ne? Also, und was dann wiederum halt echt crazy war, als ich in Essen mit dem Master angefangen habe. Also wir waren der erste Studiengang, der am neuen Fachbereich dann war. Also die haben da, ich weiß nicht, ob du es weißt, die haben so einen neuen Fachbereich hingeknallt am Zollverein, Zesche Zollverein, an diesem Weltkulturerbe. So, es sieht aus wie so ein Raumschiff. Und es hat komplett, ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat, aber die haben da halt ein komplett neues Analogstudio dann da halt hingeknallt, ne? Also ein komplettes Labor mit was weiß ich, wie viel Dunkelkammern und keine Ahnung, hat alles fresh out of the box, so, ne? Und ich fand das so weird, weil ansonsten die Labore in den Hochschulen ja in der Zeit überall verschwinden oder halt immer mehr zurückfahren, so, ne? Und dann knallt ihr halt einfach dieses komplette, also da waren kein Kratzer an der Wand, nichts so, ne? Und ich fand das irgendwie so bittersweet, so, dass du dieses komplett neue Labor auf dem Weltkulturerbeplatz dann da irgendwie so hast, so, ne? Das war von meinem Kopf her irgendwie so, Krass. wow. Ja, das ist schon abgefahren. Aber in der FH ist ja quasi, gab es dann ja auch noch mal zu der Zeit dann, dass eine neue Maschine irgendwie gekauft wurde, die jetzt ja immer noch da ist. Aber das stimmt, dass so andere Labore, die sind einfach dann zugemacht worden. Ne? Also halt so weiß ich nicht, an vielen Kunsthochschulen, die haben dann ihre Schwarz-Weiß-Labore, aber so ein Farblabor, richtig, das existiert dann einfach nicht. Ja, schon krass, dass dann in Essen das drin ist. Aber vielleicht ist auch so, dass Essen wirklich so als Fotostandort,
das irgendwie haben muss, vielleicht sogar, kann ich mir vorstellen, einfach weil es so eine starke fotografische Geschichte einfach hat. Aber es dann so ein großes Ding ist, ja geil, muss ich mir mal angucken. Ich kenne nur ja, das alte Labor in Essen. Da hatte ich also mal ja, also mit Filmentwickler und alles ist okay. Da. Also du kannst da, ich habe dann halt regelmäßig, weil ich habe immer noch in Bielefeld gewohnt, also ich bin nie nach Essen gezogen. Ich bin dann immer gependelt. Ich habe dann halt regelmäßig für irgendwelche Kollegen Filme entwickelt und was weiß ich da, weil es einfach umsonst war so, ne? Hm. Ah, das ist heftig. Ja, krass. Ja. Ja, also ich meine so die, man merkt ja schon, dass auch einfach so unglaublich viele Studierende und FotografInnen jetzt wieder analog fotografieren. Das ist ja, so, ist ja schon so sichtbar wieder. Es gibt ja, also nachdem es einmal ganz geflacht ist, geht es ja wieder so ein bisschen so hoch. Und das habe ich auch jetzt in meinen Kursen an der Erfahrung immer gehabt, dass einfach so, wie ich die Hälfte tatsächlich auch einfach ganz ohne zu fragen analog fotografiert hat. Und das schon auch so eine Sache ist, die viele Studierende auch einfach so cool finden. Und man das Gefühl hat, dass die Schulen das dann doch noch, dass sie es gut finden, wenn das nochmal angeboten wird, dass da einfach analog nochmal wirklich so dieses Printen angeboten wird und dass das auch irgendwie total positiv aufgenommen wird. Und ich glaube auch schon, dass das jetzt so eine Sache ist, die vielleicht so ein bisschen, sind wir so fies an, aber schon, dass es ein bisschen so ein Trend ist, dieses analoge Fotografieren gerade. Da reden, glaube ich, immer alle davon, das ist so ein großes Revival, das kommt zurück und so. Da bin ich so ein bisschen pessimistischer, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass es gerade total da ist, aber auch wirklich nur in so einem bestimmten Bereich, in diesem Magazin-Mode-Bereich. Da ist halt das analoge Fotografieren gerade so sehr auch verbunden mit dieser 90er-Jahre-Ästhetik und diesem ganzen sich so auf seine eigene Jugend beziehen und die ganzen FotografInnen, die jetzt gerade so ziemlich fresh so anfangen zu fotografieren, die stehen halt total auf diese Ästhetik. Und wie gesagt, ich finde es total super, dass das auch wieder so zurückgekommen ist und dass da sich Leute für begeistern. Aber ich weiß halt nicht genau, wie da diese Halbwertszeit von dem davon ist, einfach weil es einfach unglaublich teuer ist und nicht billiger werden wird, auch wenn jetzt mehr Leute das nutzen, ist es trotzdem noch so wenig, dass man da, dass die Preise wieder runtergehen und einfach so eine Auseinandersetzung mit der analogen Fotografie auf so einer künstlerischen Ebene, die ist, glaube ich, wirklich so am Auslaufen, weil es einfach so keine, in dem Sinne keine, kann man sagen, es ist keine Zukunft, also da sind schon eigentlich so die meisten Geschichten so auserzählt davon, dass also sich jetzt mit der analogen Fotografie zu reflektieren kann, glaube ich, größtenteils nur noch in so einer Rückschau sein, also mit so einem gewissen Rückblick, was war das eigentlich und wie ist der Unterschied zu der digitalen Fotografie? Und wie gesagt, so diese Trendsache, analoges Fotografieren, das, das finde ich halt total cool. Und auch dieses, dass dann junge FotografInnen auch Bock haben, da so zu printen. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen pessimistisch und würde nicht sagen, dass es das jetzt so auf einmal wieder hochgeht, sondern dass es eher so vielleicht sich auch wieder verflüchtigen kann. Interessant, dass du das so siehst. Also glaubst du, dass es in anderen von anderen Blickwinkeln halt irgendwie immer noch essentiell ist, in der Lehre speziell. Also ich denke da halt ganz banal halt, wie wir schon gesagt haben, ans Technische auch einfach so, ne? Also wenn ich überlege, ich habe auch angefangen mit analoger Fotografie und habe erst im Studium dann mit digital halt auch rumprobiert. Und für mich war das halt am Anfang, glaube ich, halt sehr, sehr gut, weil du das Technische halt dann viel, also es ist halt viel mehr Try and Error, als wenn du digital halt irgendwie auf dem Bildschirm guckst, so, ah ja, hat nicht funktioniert, dreh mal daran und dann so. Es ist halt, wie du sagst, halt viel entschleunigter und dann guckst du halt so, warum hat das jetzt nicht funktioniert oder warum kommt das jetzt total so raus? Total, also ich glaube so, jetzt für Studierende ist das total wichtig, das einmal zu machen. Ich finde auch einfach, es ist einfach so, da kommt die Fotografie her und das ist, weiß ich nicht, das gehört schon einfach zu so einer Ausbildung dazu, dass man weiß,
wie diese Prozesse eigentlich funktionieren, dass halt, dass es lichtsensible Materialien gibt und dass da quasi verschiedene Reaktionen stattfinden. Und das kann man einfach beim analogen Fotografieren spielerisch so nachvollziehen. Und auch ganz viele Sachen, die man jetzt im Photoshop nutzt, die sind ja übertragen aus der Dunkelkammer. Also ne, ja. Es ist natürlich jetzt noch viel mehr dazugekommen, aber so diese grundsätzlichen Sachen, die hast du da ja auch. Und was ich halt immer so am interessantesten finde, ist eigentlich wirklich so beim Farbanalog-Arbeiten, dass man einfach wirklich ein gutes Gespür für Farben bekommt. Also ich finde das super interessant, dass man dass durch diese, na, durch das Arbeiten in der Dunkelkammer man wirklich so merkt, von wegen, wie dolle eigentlich Bilder, keine Ahnung, zu Magenta sind, zu Grün sind und sowas, dass und man das auch beeinflussen kann und sagen kann, das sind halt jetzt so, keine Ahnung, du musst jetzt hier ein bisschen runter machen und da ein bisschen gegensteuern. Das übernimmst du halt dann auch dann im Digitalen halt ganz gut. Und ja, also ich finde das einfach so essentiell, dass man das auch als Fotografie studierende Person macht. Ganz klar, ja. Voll. Aber jetzt ja, du so, hast eben schon angesprochen. Ja. Sorry, ja, ich habe dich überfragt. Nee, alles gut. Ja, du hast eben schon den Darkroom angesprochen. Mhm. Der ist ja in deinen Serien halt so das Thema, oder? Genau. Frage jetzt noch, kann ich den Bildschirm eigentlich teilen? Also kann ich deine Homepage teilen, dass wir auch was sehen können? Ja, klar. Ich muss das gerade mal aufmachen. Siehst du es? Ja. Genau. Also Messages from the Darkroom hatte ich mir angesehen in der Vorbereitung. Kannst du ein bisschen beschreiben, was die Message ist? Also was du damit sagen willst? Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil die ganze Sache ja auch so verbunden ist, jetzt nicht nur mit der Dunkelkammer des Fotografen, sondern auch mit dieser ja, okkulten Geschichte, die dahinter steht. Also ich hatte mich in der Zeit der, in der FH hatte ich mich ziemlich lange Zeit so mit so, ja, mit Medien beschäftigt, mit denen Menschen versucht haben, mit dem Jenseits in Kontakt zu treten. Also da hatte ich meine Theoriearbeit drüber geschrieben, weil ich eigentlich so als Ausgangspunkt das total klasse fand oder interessant fand, dass wir dieses Wort Medium benutzen, was letztendlich zweideutig ist, also was eigentlich unser Medium beschreibt, also halt so Kamera, Computer etc. Aber das Wort eigentlich aus einer okkulten Praxis kommt, und zwar Personen, die in Kontakt treten können mit dem Jenseits. Und da kommt das Wort auch eigentlich her. Das fand ich immer total interessant und das wollte ich in der Arbeit eigentlich verbinden. Und da habe ich mich sehr lange mit Geisterfotografien beschäftigt, weil da einfach alles beides zusammenkam. Also die Dunkelkammer, der Fotoapparat und diese okkulten Medien. Und dann habe ich eine Arbeit gemacht über meine Dunkelkammer, also quasi über den Ort, wo ich letztendlich ja so diese Bilder entstehen lasse. Und ich habe mich dann eigentlich so eingeschlossen in die Dunkelkammer in der FH. Da habe ich halt größtenteils fotografiert in der Zeit, wo ich einmal ein Diplom gemacht habe. Und ich habe halt so Analogien gesucht, die so zwischen diesen okkulten Praxis, dieser okkulten Praxis ist und der fotografischen Praxis und habe da immer mehr Sachen gefunden, was halt gleich ist. Also damals bei diesen Seancen, die so gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts populär waren, wo Menschen quasi dann mit einem Medium saßen und dann zu dem Jenseits gesprochen haben, da war es zum Beispiel, dass diese Seancen immer in so einem Rotlicht abgehalten wurden. Also es durfte halt quasi kein richtiges Licht angemacht werden, es gab immer so ein Rotlicht. Dann saß dieses Medium meistens immer hinter so einem Vorhang, also quasi in so einem kleinen Kabinett. Und dann, wenn dieser Kontakt zu diesem Jenseits aufgebaut wurde, dann wurde dieses Kabinett aufgemacht und dann sah man dieses Medium da sitzen, so in Trance und hat dann quasi gesprochen. Und dann durch die Person hindurch haben dann die Toten mit den Leuten gesprochen. So die Geschichte. Und das hat mich total einfach an dieses Arbeiten der Dunkelkammer erinnert, weil wir da halt in diesem Schummerlicht arbeiten, wir halt in diesem dunklen Verlassen halt so sind, in diesen
kleinen Kabinetten und wir letztendlich dann durch so eine, ja, so eine, so ein Ritual eigentlich so Bilder produzieren. Und wenn man jetzt so Philosophen wie Roland Barthes oder Susan Sontag nochmal so zu Rate zieht, dann hat Fotografie ja auch ganz viel mit dem Tod zu tun, also quasi Vergänglichkeit. Und wenn wir uns Fotografien angucken, sehen wir ja, um es jetzt zu verkürzt zu sagen, sehen wir quasi immer auf was Totes. Und da ist auch diese Verbindung zwischen Geisterfotografie und an sich dem Sinn der Fotografie, finde ich, so unglaublich eng verbunden. Und deshalb fand ich es interessant, das Ganze halt in dieser Dunkelkammer, also in meiner Dunkelkammer, so zu reinszenieren. Und ich fand es auch interessant, Aspekte zu fragen, wie weit kann Fotografie überhaupt Realität abbilden? Also das, was ich jetzt hier zeige, sind offensichtliche Inszenierungen. Es soll auch gar nicht mehr sein als Inszenierung. Aber es soll trotzdem darauf hinweisen, dass Fotografie ja auch immer eine eigene Realität eigentlich so konstruiert. Und hier auch immer nicht so richtig klar ist, ob es jetzt so ein Geist ist, ob es eine Inszenierung ist, ob es so das so dazwischen irgendwie schwebt. Und auch diese Seancen, wo ich mich quasi so dran orientiert habe, die wurden früher teilweise auch immer fotografisch festgehalten, um das Ganze zu beweisen, dass es echt ist. Ja. Und das ist natürlich, wenn man sich das anguckt, totaler Quatsch. Also das glaubt man in dem Sinne gar nicht. Mhm. Genau, das sind so die Aspekte, die ich eigentlich so bei dieser Dunkelkammerarbeit zusammengebracht habe. Und das ist auch eine Arbeit, was ich eben schon meinte, so diese Rückschau, die fand ich irgendwie auch interessant. Also dass man quasi so diese Fotografiegeschichte so ein bisschen auch in der Rückschau betrachtet. Also quasi, was war die Fotografie eigentlich? Also was war die analoge Fotografie vielleicht auch? Also auch, was ich eben schon meinte, dieser Punkt, wo wir einfach sind als die Generation, die angefangen hat, da zu studieren zu dem Zeitpunkt, die analog und digital beides mitbekommen haben und wir uns trotzdem aber so ein bisschen von dieser analogen Fotografie verabschieden. Und das war für mich auch vielleicht so ein bisschen sowas wie so eine Rückschau auf diesen analogen Prozess, der einfach in Zukunft so nicht mehr stattfinden wird. Und der Raum der Dunkelkammer auch so ein bisschen so ein Relikt der Vergangenheit ist. Genau. Ja, spannend. Mhm. Da hätte ich eine Frage dazu, ja. zu dem, also die Dunkelkammer als Ort, so, ne? Mhm. Was bringt die für dich mit? Also wenn du da am Arbeiten bist? Hatte ich ja eben schon so ein bisschen gesagt, so diese Art und Weise, dass man einfach viel länger mit so Bildern zusammen ist, dass man sich darauf konzentriert. Und letztendlich ist es ja auch so ein abgeschlossener Ort. Also ich komme da hin, also meine Dunkelkammer, die teile ich mir mit 10 anderen Fotografen in Berlin, hier im Prenzlauer Berg. Und die ist einfach eine umgebaute Wohnung, die als Dunkelkammer funktioniert. Und du kommst halt hin und du bist halt, ja, du bist halt dann schon an einem abgeschlossenen Ort. So, das ist jetzt, ne, klar, ist halt einfach dunkel. Und du entfernst dich dann schon aus von so einer Realität so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also man weiß nicht, dass man da jetzt irgendwie total abgespaced ist, aber man ist schon ein bisschen so von außen abgeschlossen, einfach weil es dunkel ist. Jetzt auch hier im Sommer, als es draußen super schön war und man dann in der Dunkelkammer gearbeitet hat, dann kriegst du davon nichts mit. So, du bist halt einfach in so einem konstanten, kalten, dunklen Bereich. Das hat schon auch so eine eigene Faszination. Und wenn du halt dann auch im Dunkeln agierst und deine ganzen Blätter zurechtlegst und dann die ganzen Sachen einstellst, das hat auch schon sowas, ja, also es hört sich mal so cheesy an, aber es ist schon so ein magischer Prozess, den du halt dann irgendwie da vollbringst. Und so dieses Sichtbarmachen von Bildern, das hat ja auch einfach immer auch so eine magische Konnotation. Also wenn man sich jetzt die Geschichte der Fotografie anschaut, in den ersten Jahren, wo die Fotografie aufgekommen ist, war es ja auch wirklich, wurde es ja auch als so eine magische Technik einfach verstanden. Also es war halt nicht etwas innovativ, doch
innovativ ist schon, aber es war aber auch immer so ein bisschen unheimlich, so beides. Innovativ und aber auch unheimlich. Und ich glaube, das wollte ich auch so mit in dieser Arbeit transportieren, dass eigentlich so diese Fotografie, die wir nutzen, dass die eigentlich aus so einer, aus einem unheimlichen Prozess entstanden ist. Und daher fand ich auch die Verbindung mit dieser okkulten Geschichte interessant. Dass wir quasi ein rationales Medium, was wir als rational ansehen, eigentlich aus sowas Irrationalen geboren ist. Voll. Und auch diese Verbindung mit Geistern und Sichtbarmachen von Sachen, die halt eigentlich gar nicht da sind. Mhm. Oder die man halt das Sichtbarmachen ist bei mir in meinen Arbeiten halt auch ultra das Thema. Mhm. Und ich finde es halt immer spannend, dass man mit Fotografie was ausdrücken, was sichtbar machen kann, was jetzt eigentlich gar nicht reell ist. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ja, klar, also es ist ja auch eins der Grundzüge von Fotografie, dass man einfach so diesen Ausschnitt halt nimmt und da eine Realität zusammenbastelt, die eigentlich erstmal so im Kopf war und die dann so immer auf dem Papier ist. Und da finde ich es eigentlich auch interessant, dass wir trotzdem die Fotografie immer noch, was heißt immer noch, aber es wird einfach immer so sein, dass wir die Fotografie als ein Realitätsmedium ansehen. Also es ist für uns einfach der Vermittler von Realität. So. Und auch wenn wir wissen, dass Fotografien immer beeinflusst werden können, dass die einfach immer bearbeitet sein können, das ist trotzdem immer noch für uns ein wichtiger Faktor von Realitätsbezeugung. Und das finde ich dann schon auch immer interessant, dass man das halt nutzt, um was anderes zu zeigen, also was quasi die Bilder im Kopf eher betreffen. Ja, und halt auch Sachen sichtbar macht, die man eigentlich gar nicht sichtbar machen kann. Mhm. So. Also die halt reell nicht existieren, aber du die durch deine Gedanken mit dem Medium dann halt verwirklichen kannst. Und gab es da, als du an der Arbeit, an der Serie gearbeitet hast, gab es da so spezielle Momente, wo das Medium mit dir halt quasi irgendwie kommuniziert hat und wo du so dachtest, so okay, das ist jetzt irgendwie so ein spezieller Moment? Naja, also vielleicht das Medium an sich, der Fotoapparat, habe ich eher weniger gehabt, dann tatsächlich wirklich eher der Raum der Dunkelkammer. Mhm. Ich weiß nicht, das ist auch meistens immer so eine Sache, die man so nachvollziehen kann, wenn man auch schon so im Labor mal gearbeitet hat. Und jetzt so die Zeit, wo ich dann wirklich auch teilweise alleine im Labor das dann geprintet habe, sei es irgendwie, keine Ahnung, weil man irgendwie nochmal dann Nachtschicht gemacht hat oder sowas. Das waren dann schon Momente, wo man das Gefühl hatte, krass, jetzt, man ist schon so mit dem Raum so sehr verbunden. Also man fühlt sich verbunden und man hat auch das Gefühl, dass es dann teilweise auch manchmal so unheimlich war, wo ich da relativ resistent bin, was sowas anbelangt. Aber ich habe dann schon auch mal Momente gehabt, wo man dann schon so wenigstens so ein bisschen so eine Gänsehaut hatte, weil man jetzt alleine dann in der FH abgehangen hat, weil es irgendwie 2 Uhr morgens war und du hast halt irgendwo ein Knacken gehört. Das war dann schon so, dass man den Ort dann auch dann so wirklich so sehr bewusst wahrgenommen hat, doch schon. Also halt, das ist ja auch ein Ort, der jetzt nicht nur durch seine Dunkelheit irgendwie glänzt, sondern auch, es riecht halt anders da drin, es riecht nach Chemie. Du musst halt dich im Dunkeln manövrieren irgendwie durch diese Räume und du hast halt, du bist halt so ein bisschen abgeschnitten von der Außenwelt. Also ich würde sagen, es ist mich schon eher so, dass das Medium eher durch den Raum mit mir gesprochen hat vielleicht, könnte man sagen. Also das finde ich auch mega interessant, dass du quasi auch die Tageszeit der Dunkelheit wählst, um in die Dunkelkammer zu gehen. Zwangsweise, es ist tatsächlich zwangsweise. Also in der Zeit, wo man das Diplom gemacht hat, dann waren so Nachtschichten, war dann irgendwie, es war nicht immer, aber es war schon, dass man manchmal auch so nachts dann da war. Was damals möglich war tatsächlich,
Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber wir konnten uns durch geschickte Schachzüge konnten wir uns einen Schlüssel für die Dunkelkammer ergattern und das war super. Also tatsächlich so diese Zeit, in der das Diplom entstanden ist, fand ich total fruchtbar, weil man halt eigentlich mit allen Leuten, die gerade Diplom machen, in der Schule irgendwie so eingeschlossen. Und das war super. Also Barbara Proschak war nur ein Atelier weiter, die hat irgendwie ihre Arbeit gemacht und die ist dann mal auf eine Kippe irgendwie im Labor vorbeigekommen und dann, ich weiß nicht, das war schon auch, finde ich, das war schon auch dann so eine intensive Zeit, wo man halt dann da vor Ort gearbeitet hat. Ja. Voll. Ja, das jetzt hat auch so off-topic von dem, was wir am Anfang besprochen hatten mit den ganzen Neustudenten, die jetzt in Corona angefangen haben und die das halt gar nicht mitbekommen. Ich finde das so schade, so, ne? Also das macht das Studium auch zu mehr als der Hälfte aus für mich, dieses Miteinander und einfach in der FH sich auszuprobieren und halt auch andere Leute zu sehen, wie die arbeiten und miteinander irgendwie die Welt erkunden und diesen Fotoapparat halt auch irgendwie so zu exploren, so. Voll, also das Zusammenkommen der FH ist das Essentielle. Also ja. Das es tat mir wirklich auch leid, als die ersten Semester dann da waren und man denen auch immer so erklärt hat, passt mal auf, das kommt noch alles, ja. Das wird halt cool. Und die dann halt da so saßen zu Hause irgendwie vielleicht sogar noch bei ihren Eltern und man das Gefühl hatte, dass die da gar nicht diesen Drive irgendwie dann gar nicht bekommen, den es einfach so braucht, um sich da irgendwie auch dann an einer FH irgendwie so einzufinden. Und das tatsächlich, das sagt man immer so oft, aber diese ganzen Connections, die man während der FH macht, die sind halt so wichtig. Also halt so diese ganzen Leute, die ich jetzt hier in Berlin noch kenne, die einen Bielefeld-Bezug haben, sind nach so viele. Und die sind halt auch alle jetzt nicht nur FotografInnen, sondern halt die arbeiten in Bildredaktionen, die arbeiten irgendwie in Galerien oder die sind machen andere Sachen, die mit Fotografie zu tun haben. Und denen haben wir aber echt immer noch, also richtig intensiven Kontakt. Also ich bin da wirklich so total froh, dass wir da so eine, schon so ein bisschen so einen Ponyhof hatten in Bielefeld. Also andere Schulen oder andere Leute, die woanders studiert haben, die beneiden mich wirklich total oder uns total. Die meinten, boah, ihr seid immer so krass connected und ihr mögt euch immer noch so sehr. Das habe ich halt irgendwie nicht gehabt an Schule XY. Und es ist halt wirklich so. Und das hört sich immer so ein bisschen an wie so ein blöder Ratschlag, aber es ist einfach so der Wichtigste. Lernt euch halt so während des Studiums kennen und ihr seid halt später wirklich so die halt dann, die euch irgendwo begegnet. Und die, voll. Das ist echt so essentiell tatsächlich. Ja. Voll, ich kann das nur bestätigen. Und ich finde es halt auch irgendwie, ja, es klingt auch so ein bisschen cheesy, aber es ist halt auch voll schön, dass an dieser Hochschule halt gar nicht so diese Ellenbogen-Mentalität ist oder dass man sich nichts gönnt untereinander irgendwie. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist gar nicht so, also wie man das aus anderen Studiengängen halt irgendwie kennt, so keine Ahnung, wenn man irgendwie Business studiert oder keine Ahnung, da gibt es ja auch, ich glaube, da gönnt man sich nicht so viel untereinander. Ja, schon. Also wie gesagt, so das, was jetzt so bei anderen Schulen, was so Leute sagen, das ist, also wahrscheinlich an der UdK, das ist halt auch geil so, glaube ich. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Aber ich kann auch dann auch viele Leute sagen, naja, da hast du aber halt wenig so, du bist halt in Bielefeld auch ein bisschen gefangen. Ne? Du bist halt an der FH und gehst halt so in die gleiche Bar und gehst halt so in den gleichen Club. So. Und das ist halt so alles, das, also ne, du hängst halt aufeinander ab. So. Und das ist halt tatsächlich so für so ein Beziehungsgeflecht ist das halt schon ganz cool, tatsächlich. Ja, die Stadt ist nicht irgendwie, du brauchst keine Stunde, um von einem Bezirk in den anderen zu fahren mit der Bahn. Genau. Und du kannst nicht viel machen. Also man kann schon viel machen, aber macht halt immer mit allen Leuten, die man sowieso eine FH kennt. Ne? Ich finde das, find das schon wichtig. Und Nochmal zurück auf die Dunkelheit, bevor ich es irgendwie vergesse. Also
Welche Rolle spielt für dich die Dunkelheit im Bild selbst, also noch mehr als im Prozess der Bildentstehung jetzt? Dunkelheit, also ja, natürlich erstmal, dass es halt so was Atmosphärisches hat, was ich halt schon auch immer so wichtig finde. Die Dunkelheit, ich bin ja auch einfach so, dass ich auch einfach so die ganze Thematik mit so Dunkelheit, mit so Grusel oder mit so Horrorelementen, das ist auch immer was ich immer geil fand. Das mochte ich schon immer. Und das ist auch vielleicht auch das, was ich dann auch mit in diese Fotografien unterbewusst mit reingebracht habe, weil ich das auch einfach mag. So, das ist so. So bin ich irgendwie, glaube ich, oder habe so viele Horrorfilme gesehen, als ich noch jung war. Ich finde das schon auch gut. Ich mag das total gerne, diese Ästhetik. Und ansonsten, naja, also das, weil es hier einfach so, es musste natürlich dunkel sein. Das hätte gar nicht jetzt irgendwie so eine helle Arbeit werden können. Das war schon, ja, gehört da irgendwie zu, tatsächlich. Und also die Bilder, wo die Maschinen zu sehen sind, die haben für mich so voll die 80er Jahre. Mhm. Also ich habe da so Bilder von der Industrialisierung oder von New Wave in den 80ern, diese Musik im Kopf, wenn ich diese Bilder sehe. Mhm. Das ist ganz spannend irgendwie. Mhm. Ja, einen Aspekt hast du vorhin noch, eine andere Tür aufgemacht, die ich mega spannend finde, ist halt das Entschleunigen, ne? Mhm. Und in unserer heutigen Zeit, also wenn ich mir vorstelle, wie du deine Bilder, also du machst erstmal dein Bild, dann entwickelst du das, bis in der Dunkelraum printest das, dann, keine Ahnung, also du willst das ja auch online zeigen, dann musst du das ja irgendwie scannen oder auch digital machen. So, was macht dieser Prozess in deinem Kopf? Ach, das ist halt mega anstrengend. Also das ist der Scheißprozess. Also halt so, wie gesagt, so, was ich eben schon meinte, so ich bin mir sicher, dass man meine ganzen Negative auch gut einscannen könnte und von da aus bearbeiten kann, aber ich bin mir sicher, es geht halt doch nicht. Und deshalb bin ich immer angewiesen, dass ich halt meine ganzen Prints einscanne tatsächlich. Und das ist halt so, also da muss man jetzt wirklich sagen, dass diese Dunkelheit einfach echt so das Schlimmste überhaupt. Also es ist halt so schlimm, ein Print, auch wenn er gerade aus der Maschine kommt, den einscannen, ist der Horror. Also an einem Bild irgendwie entfusseln und entstauben, das dauert ewig. Trommelscanner habe ich manchmal auch, aber das meistens mache ich das alles quasi hier vor Ort und ich habe einen großen Flachbettscanner und Flachbettscanner. Und scanne die Sachen dann hier ein und bearbeite die dann. Aber das ist halt richtig ätzend. Also es ist so das Unliebsamste. Also quasi das Schönste ist halt wirklich dann, wenn man in der Zeit des Prints das alles im Labor fertig macht und dann vielleicht auch sogar die Ausstellungsprints macht. Aber das Ganze dann zu digitalisieren, ist dann wirklich so pain in the ass. Also das ist so, finde ich ganz fürchterlich. Und wenn wir dann den Schritt weitergehen, also wie siehst du diese Schnelligkeit, wie Fotografie heute speziell halt in den sozialen Medien, halt irgendwie auf Instagram ganz extrem irgendwie konsumiert wird? Also wie siehst du das als Fotograf, wenn du diesen Aspekt halt auch noch beachtest, wie lange man eigentlich an so einem Bild arbeitet? Das ist eine gute Frage. Letztendlich, ich will auch, also was man immer so sagen muss, also ich bin halt jetzt niemand, der sagt, so analog ist halt super, digital ist doof. Ich liebe auch digital arbeiten. Also bei meinen angewandten Sachen, das ist ja alles digital und ich finde das total sinnig und gut. Aber jetzt im Speziellen auf Instagram zu sehen, es ist schon auch mal ein Unterschied. Und da bin ich auch immer noch nicht so richtig im Klaren, was ich davon halten soll. Instagram, klar, ist halt irgendwie die... ist schon anstrengend, weil man es irgendwie als Tool schon auch gerne nutzt und nutzen muss als Fotograf oder Fotografin, denke ich mal. Und aber man trotzdem merkt, krass,
deine Bilder können halt einfach total schnell auch untergehen zwischen all den Bildern, die da hinterher jagen und die einfach irgendwie super schnell entstanden sind. Das ist so eine Sache, da weiß ich auch nicht genau, mit umzugehen. Also ich finde schon, dass es Unterschiede gibt zwischen Bildern, also dass man Bilder auch, also ich persönlich Bilder erkenne, wo ich halt weiß, das ist jetzt wirklich sowas mehr als nur ein Bild, sondern das hat irgendwie auch so eine andere Dimension dahinter. Aber ich mir auch vorstellen kann, dass trotzdem Bilder, die jetzt von KünstlerInnen entstanden sind, dass die schnell auch in so einem Sog reinkommen und untergehen. Ich finde es halt immer spannend, wenn junge KünstlerInnen, wenn ich sehe, wie die ihren Account machen, das ist so tatsächlich, da verschmilzt so viel. Das ist so zwischen schnell gemachtem Bild und trotzdem konstruiert. Also da bin ich so ganz oft immer so neidisch, wie die das so verbinden können. Also dass so dieser Algorithmus genauso mit eingebunden wird und diese Schnelllebigkeit und trotzdem da so eigene kleine Kunstwerke entstehen. Und da bin ich ganz oft immer so geflasht und denke so, cool, das ist schon irgendwie was anderes. Und jetzt so meine eigenen Bilder muss ich einfach immer davon ausgehen, dass die im besten Fall einfach irgendwo auch an Wänden hängen und als Bild im Raum zu sehen sind und dann auch wirklich so als eine eigenständige Fotografie zu sehen sind. Ja. Aber ich glaube, du hattest in einem Interview, was ich mir im Vorfeld angeguckt hatte, von dir auch gesagt, dass du es interessant findest, dass du halt Bilder von Ausstellungen oder wo halt zu sehen ist, dass das Bild als Print zu sehen ist, als Abbildung dann in Social Media, dass du das interessant findest und verwendest. Genau, das ist auch eine Lösung, um dem Ganzen so ein bisschen so eine im besten Wortsinn einen Rahmen zu geben. Also quasi um zu sagen, das ist aber eigentlich so gedacht als Raumbild oder ne? Also das kann man damit, glaube ich, noch so ein bisschen ablösen. Ja, aber voll. Ich weiß nicht, wie machst du das? Wie siehst du das? Wie siehst du diese ganze Instagram-Bilderflut? Ich bin da mega genervt von mittlerweile, weil es wird halt immer. Also es wird immer krasser. So, also ich habe das Gefühl, seit dem Zeitpunkt, als Facebook das irgendwie aufgekauft hat, wird es immer nur noch schlimmer. Und ich würde mich dem gern komplett entziehen, aber es geht halt irgendwie nicht, wie du schon sagtest, aus kommerziellen Gründen. Und ja, ich bin aber auch immer noch der Meinung, es ist immer noch mal was anderes, wenn du ein Bild, mittlerweile arbeite ich fast ausschließlich digital, aber es ist trotzdem dann immer noch mal was anderes, wenn du ein Bild in den Druck gibst und das dann vor dir liegen hast, als wenn du es am Bildschirm anguckst. Es ist immer noch mal haptisch und irgendwie du siehst andere Sachen, das ist einfach eine andere Welt. So. Ja, also ja, so sehe ich das. Also das ist, glaube ich, so auf jeden Fall total richtig, dass halt so ein Bild, wenn es halt irgendwie im Raum wirkt oder im Raum hängt, anders wirkt und einfach anders auch gesehen wird. Aber trotzdem versuche ich mich auch so ein bisschen, ich habe immer so Angst, dass man irgendwann so ein störrischer alter Fotograf, der sagt, nee, das war aber damals alles viel besser, da habe ich auch keinen Bock drauf, aber ich versuche mich da auch ein bisschen dran so zu gewöhnen, dass man das irgendwie anders vielleicht denkt. Wie, weiß ich noch nicht genau. Jetzt gerade ist es irgendwie immer noch ganz schön, so diese analogen Sachen zu machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch irgendwann so sich vielleicht von lösen könnte, um halt andere Möglichkeiten zu finden, um sich visuell irgendwie zu äußern. Ja, ich beneide immer so diese Next Generation, die so hinter einem ist, die so sich damit, der so ganz frei mit umgeht, ne? Die dann irgendwie, aber kann aber auch sehen, was ich eben meinte, diese ganze analoge Hype, da sind halt super viele FotografInnen, die auch wirklich einfach
die unbedingt, also quasi nicht das Foto posten, sondern halt den Print posten. Also quasi so ein, auf jeden Fall das den Ausschnitt so machen, dass man sieht, dass es halt ein Print ist. Man hat voll viele. Und das finde ich auch mal so witzig, weil das halt so quasi das Gleiche ist, nur andersrum. Also zu zeigen, von wegen so, hier ist es quasi ein handgemachter Print und ich will mich so lösen von diesem ganzen schnelllebigen Bildern um einen herum. Das finde ich aber so ein bisschen, auch so ein bisschen süß, weil es halt so, also wirklich auch so ganz durchdacht ist. Ich zeige halt, dass es auch der Punkt ist. Das finde ich schon auch ganz, ganz interessant. Und diese Intention halt direkt dahinter steht, so, ne? Mhm. Also wir schauen das halt. Mhm. Aber ein Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich nicht. Ja. Aber es triggert halt trotzdem dann irgendwie was in denen. Wahrscheinlich. Ja, voll. Also, wie gesagt, es ist, glaube ich, so ein, ja, schon auch dann so ein, erstmal so eine ästhetische Frage und aber auch so eine Frage von wegen so, ich habe so den Skill, so analoge Bilder cool hinzukriegen. Das ist, glaube ich, ja, auch immer da. Oh, ich kriege das jetzt gerade nicht in meinem Hirn zusammen, aber letztens habe ich irgendeine Doku gesehen über digital kreierte Bilder. Mhm. Also die komplett am PC halt generiert wurden halt so, ne, wo halt keinerlei Wahrheit irgendwie dahinter spricht und dass das irgendwie, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es ist halt auf einer geistigen Ebene irgendwie ein Problem, haben die da halt geschlussfolgert. Mhm. Weil wenn an einem Bild nichts mehr real ist, das ist dann irgendwie, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich letztens auch lange drüber nachgedacht. Aber das kam letztens öfters mal so aufgeploppt. Zum einen, weil Freunde von mir, die haben Architekturbüro und die haben mir die so rendern. Sachen gezeigt, wo ich dachte, boah, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist wie krass. Also die machen teilweise... ja. Geben die halt so bei ihren Entwürfen, geben die halt Fotografien ab, die wirklich original aussehen, wie echte Fotos von den Gebäuden, die noch nicht existieren. Und die aber auch so, also die haben ja ihre Sachen gezeigt und aber auch nochmal Studios, die wirklich nur noch sowas produzieren. Aber so ein Studio in Frankreich, die machen nur diese ganzen digitalen gerenderten Bilder. Die sind aber wirklich absolut, also jetzt nicht nur ein bisschen, sondern die sind absolut fotorealistisch und auch mit Fotofehlern drin. Und dann hast du nicht so diese Sachen, die man eigentlich sonst bei so Plänen sich vorstellt, wo dann mal so ausgeschnittene Leute stehen oder so schlecht gerenderte Bäume daneben wachsen, sondern es sind echte Fotografien. Und da habe ich wirklich gedacht, so, boah, krass, eigentlich kannst du so einpacken, weil das jetzt mal so 10 Jahre weitergedacht. Gibt es dann eigentlich so, keine Ahnung, gibt es irgendwie den Generator, wo man irgendwie Robert Habeck hat, den muss man irgendwie im Gewächshaus stellen und dann hast du halt so das Foto fertig und du musst halt da keinen hinschicken, der das fotografiert. Und da habe ich wirklich gedacht, so als ich die Bilder gesehen habe, krass, das ist wirklich eine Technik, die Fotografie ablösen kann. Also wo man wirklich das Gefühl hat, da ist halt kein Fotograf oder keine Fotografin mehr nötig für. Sondern nur jemand, der compost und der die Parameter eingibt. Wir brauchen halt hier einen kleinen Fluss daneben und wir brauchen halt ein paar Menschen und ein Haus. Also das... Ja. Ich glaube, das ist echt ein Problem irgendwie. Also das war auch die Essenz dieser Doku. Mhm. Das ist halt spirituell halt irgendwie ein Problem, weil du dann überhaupt nicht mehr realisierst, was so die Wirklichkeit ist. Mhm. Mhm. Weil du es gar nicht mehr unterscheiden kannst und dann ist das irgendwann, wird das zu einem Problem. Also ich finde es, also auf einer kleineren Ebene finde ich es halt auch, ich fände es richtig schade, wenn halt die Printwelt irgendwie komplett ausstirbt und alles nur noch irgendwie digital konsumiert wird. Mhm. Jetzt lassen wir mal die Kunstwelt halt außen vor. Mhm. So, ich glaube, das wird halt immer bestehen bleiben, dass es immer Bilder an der Wand geben wird und auch immer Malerei geben wird und keine Ahnung, so, ne? Mhm. Aber also im normalen Otto-Normalleben jetzt halt
wenn da der Print irgendwie komplett irgendwie wegfällt, das fände ich irgendwie auch aus den Gründen, die wir halt gerade besprochen haben, auch mega schade so, ne? Und ich hoffe, dass das halt nicht eintreten wird. Ja, ich glaube, es wird sich schon so verändern und ich denke mal, dass halt dieses Bild als Bild dann auch noch so Bestand hat, aber man weiß halt nicht genau, wie groß die Relevanz dann ist, ob das auch immer noch so eine Relevanz hat, ne? Also wenn man sich jetzt mal so neue Ausstellungsformen anguckt, wo dann so Kunst präsentiert wird und die dann immersiv ist oder die irgendwie so die Grenzen von nur dem Bild an der Wand irgendwie sprengen, das ist halt auch interessant so, ne? Das finde ich halt auch cool, aber ja, vielleicht sind wir da auch einfach noch so ein bisschen einfach drinne verhaftet, dass für uns eine Fotografie einfach so gerahmt an der Wand irgendwie hängt. Aber es ist ja auch schön. Ich meine, so schnell will es, glaube ich, einfach nicht verschwinden. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, so diese digital zusammengeposteten Bilder, da weiß ich mal nicht ganz genau, ob das nicht schon so ein Anflug davon ist, dass wirklich so der Job des Fotografen eigentlich das praktische Fotografieren, dass das halt irgendwann nicht einfach auch so obsolet sein kann. Mhm. Weil ja, krass, alle, ne? Ja. Ich hoffe, wir sind einfach nur diese, wie du eben deine Befürchtung, wir sind einfach diese garstigen alten Leute, die am Fenster sitzen und sich über die Autos aufregen. Ja. Es war früher alles viel besser. Genau. Ja, hoffentlich nicht. Nein. Genau, so eine Analogie zu führen. Ja, ja. Aber so diese Veränderung, das ist ja auch immer wichtig, dass sowas passiert. Ne? Klar. Veränderung ist immer wichtig. Und wenn man nicht am Anfang nicht vorherzusehen, warum diese Veränderung gut ist. Genau. Aber meistens ist Veränderung immer gut. True. Alex, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Okay, cool. Hast du irgendwelche Events, irgendwelche Ausstellungen oder irgendwelche Sachen, die du raushauen kannst, die jetzt irgendwie kommen? Ja, tatsächlich. So am 7. Oktober zeige ich so meine neue Arbeit, die ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, wo ich mich so unglaublich dolle in der Dunkelkammer aufgeregt habe. Die zeige ich in Kassel zum ersten Mal. Die ist noch gar nicht richtig fertig, aber ich hoffe, bis zu dem Zeitpunkt ist es dann einigermaßen alles ready. Und genau, in der Galerie Warte für Kunst zeige ich die und genau, man sieht sie dann auch tatsächlich auch auf Instagram. Cool. Werde ich in die Shownotes mit reinknallen, sehr cool, wenn es da ein Datum gibt. Mhm. Klick mal auf die